Okay. Bist du leid? Drei Dinge haben uns beim Nissan GT-R gefehlt. Das eine ist natürlich ein Waffenschein für 550 PS. Zum zweiten der Nürburgring, ganz klar. Und zum dritten jemand, der als Beifahrer nicht weiß um die Nase wird. Kurz zu den Eckdaten des Monstrums. Leistung 550 PS, 632 Newtonmeter aus einem 3,8 Liter V6 mit zwei Turboladern lassen eine Spitze von 315 km/h zu. 2,8 Sekunden auf 100 und das überprüfen wir jetzt ganz einfach. Stimmt, sind schon 100. Das Sechsgang Doppelkupplungsgetriebe knallt die Gänge rein, als ging es um den WM-Titel. Im vierten Gang mit 30 km/h zieht das Running Sushi immer noch gewaltig an. Die Kraft wird übrigens variabel auf alle vier Räder übertragen, also sprechen wir von Allradantrieb. Sonst würde man wahrscheinlich nur noch tiefe Löcher in den Asphalt stanzen. Noch ein Tipp, Abschalten des ESP ist nicht notwendig, Straßengräben kann man auch anders gut besichtigen. Die Bremsscheiben sind größer als ein riesen Pizzateller, 39 cm Durchmesser. Dementsprechend packen sie zu, als hätte man einen Anker in den Asphalt geworfen. Dabei sind sie nicht giftig, eher perfekt. Lustig ist der große Screen in der Mittelkonsole. Dort können alle erdenklichen Fahrzeugdaten abgelesen werden. Sogar die G-Kräfte, sämtliche Temperaturen und andere Nettigkeiten. Aber bei den Beschleunigungsorgien hat man ohnehin keine Zeit für einen Blick auf den Schirm. Bleibt noch die Preisfrage. 115.150 Euro kostet der Nissan GT-R. Das scheint viel, aber im Vergleich zur Konkurrenz geht das völlig in Ordnung, denn bei der Konkurrenz ein Auto mit einer derartigen Performance zu finden, um diesen Preis, das wird definitiv schwierig. Noch ein Wort zum Design. Naja, ein bisschen brachial. Ansonsten haben wir einen Camping-Tischl, den Heckspoiler, und angeblich, böse Zungen behaupten, der ist nur dafür da, dass wenn man einen Porsche-Fahrer auf der Autobahn überholt hat, dass man auf der Autobahnraststätte auf ihn warten kann.